Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Car Trader Simulator. Wir haben jetzt heute vor, unser Ansehen ein bisschen zu verbessern und vielleicht das eine Auto zu verkaufen, was wir noch haben. Den vom Aussehen ist das kein, ist das nicht vorne mit der, ja okay, das ist auf jeden Fall ein BMW. Im Moment läuft die Saison für Treibstoff Benzin, okay. Ah, grau ist der doch. Manuell hatten wir, glaube ich, auch. Ja, SUV haben wir jetzt nicht, aber ich versuche trotzdem mal den. Kann ich das Auto fahren? Nein. Oh, was haben wir jetzt hier? Ah, der Polizist. Okay, da sind wir vielleicht aufgeflogen. Mal gucken, wenn wir uns rausreden. Wir haben nämlich gestern die Wagen eines Konkurrenten sabotiert, weil er uns einen Deal oder bei einem Deal zuvor gekommen ist. Wen rufen wir denn gerade an, den Onkel? Ja komm, wenn er jetzt zurücksteckt, haben wir ein Problem. Wenn er sich opfert, haben wir Glück. 2000, okay. So, wenn wir den Wagen jetzt gut verkaufen, dann bin ich glücklich. Müssen wir mal gucken, was jetzt dabei rumkommt. Schaltgetriebe haben wir sogar. Perfekt. Ah, das heißt, sage die Wahrheit, wir hätten noch gar nicht lügen müssen. Also wenn irgendwas nicht stimmt, müssen wir lügen. Aber bis jetzt können wir immer noch die Wahrheit sagen. So, jetzt haben wir 30 Sekunden Zeit. Ja, perfekt. 2400. Das ist... Ja gut, der Schläger ist noch nicht damit bezahlt, aber zumindest einmal die Woche ist bezahlt. Jetzt müssen wir mal gucken, welchen Wagen wir kriegen. Wir brauchen dringend Autos. Da kommen wir nicht drum herum. Die Musik ist auf jeden Fall deutlich lauter geworden gerade, bei dem Lied, was jetzt gerade kommt. Ich schicke mal den Fahrer los. Ich denke mal, der wird bestimmt für die grünen Punkte zuständig sein. Ja, hier kann ich schon mal... Ja, bieten wir da mit? Windspanne ist halt hoch, aber danach sind wir pleite. Also die teuren Autos, das wird irgendwann so... Da müssen wir mitbieten. Aber noch gerade haben wir zu wenig Geld, damit wir das wirklich machen können. Ich glaube, das hier sind die... Schrotthändlerpunkte oder so. Wir können es auf jeden Fall noch nicht anklicken. Deswegen denke ich mal, geht der Schrottplatz auch gerade noch nicht. Ah. Hier. Du bekommst 37. Ich habe 69 Probleme, aber Schrott gehört nicht dazu. Du hast von deinem Mechaniker gehört, dass es in der Nähe einen großen Haufen Schrott gibt. Dies ist deine Chance, Schrott zu sammeln. Warum also nicht verwenden? Machen wir es denn? Ist nicht der Schrottplatz? Ah, haben wir. Gerade gekriegt. Perfekt. Wenn wir nichts zu tun haben, können unsere Leute hier rumfahren. Kann der Mechaniker ja eigentlich auch ein bisschen Erfahrung sammeln. Und wir ja rein theoretisch auch, was die Sache mit der Polizei angeht. So, wie sieht's denn hier aus? Wir sind noch gerade eben bei Grün. Bieten wir mal mit. Ja, perfekt. Direkt einer um 300 überboten. So, ich denke mal, den kriege ich für 14,9. So, da will ich aber 20.000 mitbekommen. Ich hoffe mal, das funktioniert.
9000 reicht auch zum Reparieren, das ist kein Problem. Ah, okay, die sind einfach auf den Autostraßen zu schnell. Oder auf der... Ja, also Autobahn, weiß ich nicht. Schnelleren Straßen. Gibt ja anscheinend drei Arten von Straßen. Die ganz breiten, dann die... Ja, dickeren hellblauen und nochmal die... Ich denke, ich hätte jetzt gesagt Zone 30 oder sowas. Also der Wagen muss jetzt richtig Geld bringen. Können wir schon zum Schrottplatz fahren? Ne, können wir noch nicht anklicken. Den blauen Punkt haben wir gerade nicht, dann können wir mal in die Mitte der Karte fahren. Ah, gerade die spawnt, sehr gut. Dann fahr schon mal zurück, dann warten wir da auf den Wagen. Muss ich noch irgendwas tun außer warten? Ach, zu meinem Hauptsitz zurück, okay. Obwohl, der Fahrer ist echt schnell unterwegs. Wenn man sich das gerade anguckt im Vergleich zum Mechaniker. Jetzt habe ich hier die wieder ausgestellt. Machen wir die mal direkt wieder mit an. Van und Coupé könnten wir verkaufen. Ah, perfekt. Sehr gut. Dann droppen wir mal den Wagen. Oh ne, so. Mechaniker zuweisen. So, wir haben 14,9 bezahlt. Mit den Reparaturen sind wir jetzt bei 15,4. Oder 15,5, runden wir mal auf. Und ich denke mal, wir werden den für, könnten den für 20.000 loswerden. Was haben wir denn? SUV, Benzin. Oh, haben wir nicht jemanden, der ein SUV möchte? Was ist denn Gustav? Gucken wir mal, was Gustav ist. Benzin. Ach, Hedge. Ja, ich biete ihn trotzdem an. Ich weiß gar nicht, was ist der denn für einer? Ja, okay, dann werden wir den nicht verkauft bekommen. Grau ist er nicht, Coupé ist es auch nicht. Ja, da müssen wir noch mal ein bisschen warten. Können wir noch ein Auto? Nicht genügend Geld. Okay, dann vielleicht bieten wir hier mit. Ah, jetzt weiß ich auch, was die Farben bedeuten. Die Farben sind je nach Auktionsplattform. Wir haben jetzt noch Blau dazu gekriegt, wegen Lorepark. Dann ist das also auch geklärt, woher das kommt. Ja, der Mechaniker, der sollte ja... Nee, das Auto ist repariert. Wir können beide droppen. Ja, ist natürlich... Ja, wir könnten den halt färben für das Geld... Würden wir aber etwas weniger wieder verdienen. So, was haben wir denn hier? Du hast gehört, dass deine Konkurrenz eine zwielichtige Transaktion durchführt. Deine Konkurrenz wird das Auto innerhalb von 3 Stunden von den Docks abholen. Du kannst etwas Geld bekommen und euren Respekt verlieren. Dies ist deine Entscheidung. Du wirst 8 Ansehen verlieren. Auto ist gestohlen, plus ein Auto. Oh, wir sind bei 14 Ansehen. Egal, ich brauche Geld. Was haben wir jetzt? SUV? Okay, die wollen halt beide grau haben. Ja, färbe ich, glaube ich, den einen mal kurz um. Der ist doch grau, oder nicht? Farbe grau, perfekt. Dann ja, nehmen wir erstmal
Benzin, manuell, grau, SUV. Das ist unser Auto. 4 von 5 haben wir. Perfekt. Da können wir, denke ich, mal ein bisschen mehr Geld rausholen als die 20.100. Okay, wir haben immer nur denselben Flirtspruch auf Lager. Nie im Leben würde ich ein so hübsches Mädchen belügen. So, was kostet das Auto? Machen wir 5.000 Profit, das reicht. Ja, komm. Ist ja ein hübsches Mädchen. So, aber 4.000 plus, das ist ja okay. Dann, ja, Auto holen wir gerade ab. Ab zur Werkstatt. Der Mechaniker kommt mit einem kleinen Umweg auch dahin. Wir kriegen einen Anruf vom Mechaniker. Okay, Probleme sind nie gut. Unsere Autos sind kaputt. Gut, das ist natürlich auf jeden Fall schlecht. Ja, komm. Das war... Joel hat nichts anderes gemacht. Joel hat ja auch die Polizei gerufen. Mhm. Dann machen wir das auch. Auge um Auge. Bin mal gespannt. Vorhin hieß es noch, es war sein Freund oder sowas. Na, okay. Dann nicht. So, wie sieht es denn mit unserem Geld aus? 27.000. Okay, das ist schon eine ganze Menge, aber der ist zu teuer dafür. Den müssten wir so wieder verkaufen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist der Wagen... Auto ist beschädigt. Ja, wir müssen alle Autos nochmal reparieren. Sehr gut. Ja, hier biete ich mit. 2.700 ist nicht viel und der ist sehr kaputt. Da ist auf jeden Fall die Gewinnspanne... Boah, da ist eine gewisse Gewinnspanne, denke ich mal, vorhanden. Ja, das machen wir jetzt nicht. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Auktion heute noch, hätte ich gesagt. Und wir reparieren unsere Autos. Ist der Wagen jetzt auch schon kaputt oder ist er direkt heile? Er ist auch kaputt. Sehr gut. Die Mechanik hat ja ein bisschen was zu tun. Nehmen wir erstmal den. Okay, also hier haben wir echt noch sehr viel Potenzial. Das ist gut. Ich bin mal gespannt. 2,7, bei 2,7 hat er angefangen. Ich bin mal gespannt, wie hoch der geht. Jetzt haben wir schon das Doppelte. Sind immer noch weit im grünen Bereich. Sind immer noch weit im grünen Bereich. Das ist gut. Dann holen wir den mal eben ab. Du bist repariert, dann reparieren wir dich auch noch. Oh, Schaden 40%. Oh, da stecken wir eine ganze Menge rein. Aber wir haben den umsonst gekriegt, wir haben den geklaut. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wir können den für 20.000 verkaufen. Ja, so langsam könnten wir gutes Geld machen, wenn wir die beiden Wagen verkaufen. Was haben wir denn? Das ist ein... Ach, okay, Auto ist repariert. Ein Hatchback, Benzin, Automatik. Das ist, denke ich mal, die Marke. Ja, ist die Marke. Blau. Ja, schade, dass man nicht mehr Sachen sieht, was die wollen. Mhm. Manuell. Ja gut, hier bieten wir jetzt nicht viel an. Okay, wir haben nochmal Schrott gekriegt. Ja, ich versuche es trotzdem mal, dem anzudrehen. Oder will er den vielleicht? Ist halt ein Sportwagen. Okay, dann nicht.
Ne, können wir leider nicht. Wir können dir leider nichts anderes zeigen. SUV, Automatik, Benzin. Ich weiß nicht, was Gustav ist. Vielleicht weiß das einer von euch. Aber 2 von 5 sind schon mal, die passen. Okay, sie ist nicht abgeneigt. Das ist ja schon mal okay. Aber ich denke mal, wir sollten dann den Preis nehmen, den wir, der da vorgeschlagen wird. Weil so weit können wir dann nicht mehr hoch den Preis hochtreiben. So, ja, ich nehme die 22.000, die da vorgeschlagen werden. Perfekt, 16.000 Gewinn. Ja, jetzt geht's auch mit dem Geld. Dann fährst du einmal hier runter. Und ich hätte gesagt, das war's für heute schon. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, die Folge hat euch unterhalten. Würde mich über eine Bewertung freuen. Und morgen rufen wir mal unseren Onkel zurück und gucken mal, was er zu sagen hat. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen Geld, um auch mal ein Auto länger in der Garage zu halten. Wir haben es über einen Diebstahl bekommen. Das war eigentlich nicht den Weg, den ich einschlagen wollte. Wir müssen ein bisschen was bei unserem Ansehen wieder verändern. 8 ist jetzt nicht gerade viel. Aber gucken wir mal, was denn so die Mission dann ab morgen weiter sagt, wenn wir mit unserem Onkel telefoniert haben. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis morgen. Ciao.